Heute sind wir in einer alten Uferlagerung, eine alte Brauerei. Schauen wir mal, was wir hier so alles finden. Au! Unter 19. So, wie ihr schon sehen könnt. Hier ist noch gute Luft, hier ist noch frische Luft hin. Ja. Übelste Gänge hier überall. Ja. Echt geil, ne? Wahnsinn. Ja. Echt cool. Guck mal das Licht an. Riesengroße Gänge. Auch hier das Marmorierte. Schau doch mal an, wie das Gestein gewachsen ist hier. Extrem geil hier. Ja. Aber die Schmierereien dauern. Auch wenn sie extra machen, dass zu ist. Aber ist trotzdem sau, das ist ein geiler Raum. Kolbenbunker oder sowas. Guck mal an. Ich schätze, wie viel Meter unter Erde? 20? 20 bestimmt. Wenn schon mehr reingekippt, ey. Ja, das ist. Aber hier alle stehen vermauert. Ja, da geht ja nicht lang. Was denn so was hier oben ist? Kabel haben sie abisoliert. Alles Windel gekippt, ey. Wegen 5 Euro wieder. Ja, hier, Asbest haben sie rein. Guck, Asbest haben sie reingekippt. Illegale Müllentsorgung. Ah, Müll drin, ist alles selbe, gut. Guck mal hier, ich schiebe das so um. Das ist krass, alles reingekippt in das Loch. Aha. Gänge, oh, das sieht geil aus hier. Guck mal an. Hier haben sie halt überall ihren Müll reingehauen. Aber schau mal, so um wie die Pflanzen runterwachsen. Das ist schön. Mega, ja. Schön. Ja. Dann müssen wir vielleicht 10 Meter unter Erde. Schon krass. Ja, überall wird der Müll reingehauen. Schön scheiße, finde es assi. Was ist denn das für ein Ding hier? Ist das eine Heizkanne ohne? Bleib's aber. Dann weg er doch noch. Wir müssen noch bei euch. Ja, vor allem das Ding. Guck mal hier. Überall hast du Eisenträger drin. Wir konnten die praktisch dann das Material nach oben raus befördern. Oder anheben hier in den Räumen. War früher eine Brauerei vorher und dann wurde es von NS-Leuten übernommen und wurde eine Uferlagerung. Aber was sie genau produziert haben hier, weiß ich nicht. Aber sind richtig krasse, große Räume, die ihr hier sehen könnt. Schaut mal, wie weit das dahinter geht. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Irgendwelche Auswaschungen. Und sowas, was sie gesagt haben, wo es solche Auswaschungen sind, von Beton oder so, dann weiß man oben drüber, befindet sich noch was. Na, wie gesagt, das haben wir alles mehrstöckig gebaut und da könnte es durchaus schon was geben, wo es noch weitergeht. Hier müssen wir uns nicht durchzwängen. Hey. Ja, Kollege muss ich wieder durchzwängen. Das ist mal jetzt zu eng hier. Kommst von der anderen Seite wieder raus. Schaut euch mal die Räume an hier. Wahnsinn. Riesengroße Gänge, Räume. Fertigungsräume. Ja, das ist alles noch vom Dritten Reich um die Halterungen. Wahnsinn. Riesengroßer Bierkeller hier. Wo seid ihr? Ne? Oder? Nick. Ja.
Hier haben wir Braukessel entdeckt, wo praktisch das Bier in der Neuzeit gebraut worden ist. Das hat nichts mit Adolf zu tun hier, das ist alles Neuzeit. Hier, wie ihr sehen könnt, die Behälter. Hinten hast du wie Kühler. Mauerwerk hier rein. Schaut mal, ich drehe mal die Lichtfähigkeit ein bisschen runter. So, schaut mal, wenn man hier unten durchs Rohr schaut, sieht man nicht außen. Also sieht man das Außenlicht. Abgedeckt da oben. Ja, ich schätze mal 6-7 Meter Überdeckung. Ja. Hier. Riesengroße Keller, das ist echter Wahnsinn. Schaut euch sowas an. Man könnte denken, man ist in irgendeiner Kirche. Krank, oder? Das ist aber schon Neuzeit. Guck mal hier, und wer Steine braucht, ja, zum Mauern. Ah, das ist schon der Wahnsinn hier halt. Schau dir mal die Höhen an. Wie hoch da ist es. Das ist wie wenn du in einer kirchlichen Kathedrale stehst. Sackgasse. Aber komischer Holzboden, ne? Und hier, das sind alles alte Lagerkeller. So, das war's dann schon wieder fast hier. Wir haben schon alles erkundet. Wenn du hier in Ruhe durchläufst, brauchst du schon 3/4 Stunde. Aber wir machen ja. Wir sind ja eine flinke Truppe. Ich muss ja nicht alles fotografieren und so. Ja, hier war auch hier ist wieder bessere Luft, ne? Kühlluft. Ach, hier waren wir. Ja. Na komm, von oben reingezogen, wie Schlot. Wo wir schnell durch müssen. Wo ich sagte, da oben sieht es nicht gut. Ja. Wir brauchen ja bloß welche spielen oben, ne? Achso, das braucht dann mit Samstag jetzt durch die Nässe, das Holz, machen wir Arbeiten noch geben und dann geht alles. Schau mal, geht's ja auch nicht. Ach, hier hast du dann praktisch den Aufgang. Guck, hier geht's hoch. Hier machen wir es auch hoch. Hier waren wir schon drinnen. Ja, schaut mal an. Die Treppen hier. Da haben die alles mit der Hand runtergestellt. Wahnsinn. Die haben sie die Treppen verstärkt mit Metall, dass sie halt abgenutzt werden. Und die Fässer runterrollen lassen haben hier. Ach, ich sehe Licht. Sag Kasson, es war zweistöckig hier, ne? Also sind wir praktisch oben drüber. Also kann sein, dass unten drunter hohl ist hier, ne? Da war ich noch, kann man hin zu viel. Hier hinten kann man auch noch runtergehen. Ja, es gab zwei Eingänge, einmal da und einmal hier. Hier. Ja, hier mal runter. War also gemauert, ne? Hier. Ist auch ganz gut, ja. Ja, aber das hängt ja noch. Und die Treppen? Schön ganz schön geschlittert. Und Ausgang. Also hat sich nicht gelohnt. Also war das praktisch wie ein Fluchtweg noch. Okay. Ja, naja, sehr schön. Das ist schön, dass ich das so gut gebraucht habe. Und an dem Kommen ist es ja wieder die Wälder.